Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu dem Kurzvideo. Der Astromann ist da am kommenden Mittwoch, den 23. September, ist es soweit. Wir bekommen den Astromanten, können uns entscheiden, ob wir über die Macht der Sterne gebieten oder den Himmel elektrisieren wollen. Zusätzlich, und das ist das Geilste, auch für neue Spieler, gibt es ein kostenloses Astromantenpaket. Einzig und allein müsst ihr hierfür im Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem Falle Deutschland, ansässig sein und ein NC-Soft-Konto vor Beginn des Angebotszeitraums erstellt haben. Ihr müsst mindestens einen Blade & Soul-Charakter auf eurem Konto besitzen und das Konto muss gültig sein. Der Angebotszeitraum für das Set ist der 23. September, ab der Serverwartung, also ab abends, wenn das Spiel wieder online geht, bis zum 14. Oktober vor der neuen Serverwartung. Also genügend Zeit, euch dieses kostenlose Paket abzuholen. Wie erhaltet ihr das Ganze? Ganz einfach, ihr loggt euch im Angebotszeitraum ein und navigiert zum Ingame-Store. Der Shortcut dafür ist F10 und dort für 0 N-Coin kauft ihr euch das Ganze. Außerdem, und das könnt ihr seit dem 16. September bereits, euch für den Alternative Reality Filter anmelden. Das läuft bis zum 14. Oktober, wohl nicht ganz bis zur Serverwartung, 4 Stunden früher endet das Ganze schon. Dafür lediglich für den Newsletter anmelden. Den Button dafür habt ihr ja schon auf der Seite gesehen. Link packe ich selbstverständlich, wie zu allen News, unten in die Videobeschreibung. Habt ihr euch für den Newsletter angemeldet, bekommt ihr an die registrierte NCSoft-Account-E-Mail, die ihr dort hinterlegt habt, einen QR-Code zugesendet und könnt den Filter dann bei Facebook oder Instagram nutzen. Doch was bedeutet dies konkret? Ihr haltet ein kostenloses Charakterticket für die Stufe 60. Zusätzlich enthalten sind hier 5 Abenteuermarken, Ingame-Wert von 4000 N-Coin plus ein Ticket für einen zusätzlichen Charakterplatz, Ingame-Wert 400 N-Coin. Und dadurch spart ihr euch ganze 55 Euro. Ja, es ist korrekt. Hier wurde ein insgesamter Verkaufswert von 55 US-Dollar angegeben und nicht von Euros. Liegt schlechtweg aber daran. Hätte man jetzt hier für 55 Euro das gekauft, wäre man bei dem aktuellen Dollarkurs bei 64,90 $. Was Blade & Soul hier gemacht hat, die haben nicht über die eigene Seite N-Coin gekauft. Würde ich euch auch empfehlen, nicht bei NCSoft selbst diese Coins zu kaufen, sind überteuert. Klickt ihr legitim auf anderen Quellen, dort wo auch NCSoft selbst für $55,97 sich das gekauft hat. Also, wenn es euch interessiert, lasst es mich gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, verpasse auf keinen Fall die Gelegenheit, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, damit du nichts mehr verpasst. Passend zu der neuen Klasse in den kommenden Tagen schauen wir uns noch einmal an, wie wir uns auf die Klasse am besten vorbereiten. Als alter Hase und als wiederkehrender oder neuer Spieler, denk dran, du solltest einen Account erstellen, einen Charakter erstellen, wenn du das Paket haben möchtest. Newsletter ist optional für den Filter für Instagram und Facebook. Im Anschluss ans Durchspielen, ans Hochleveln meines Astromanten würde ich gerne in den Austausch mit euch gehen. Das Hochspielen wird einem kontinuierlichen Livestream oder über mehrere Videos geschehen. Im Anschluss kommt dann noch einmal ein Komplettguide während des Levels, im Anschluss ans Leveln, was wir unbedingt machen möchten, damit wir schnellstmöglich und bestmöglich für die Dungeons gewappnet sind. Das war es an dieser Stelle erst einmal mit diesem Video. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen, schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare.